Ja, aber jeder Wurststanzl, Stegreif singen, das ist schwer. Und ich hoffe, der Organisator muss was jetzt zum Tau hat, weil mein Glasl war bald lang. LT1 Gstanzl singen in Everding. Bevor Christian Breu alias Fips auf die Bühne geht, gibt's eine kleine Vokabellektion. Denn in der Oberpfalz, in Bayern, sprechen die einen anderen Dialekt als bei uns. Ein Blotterter. Einer, der was das nicht hat, also der was keine Haare hat, das ist ja praktisch auch optisch, da hat man sich als Gstanzlsinger dann leicht, weil ja, das hat man einmal immer, wenn man beim Gstanzlsinger fort ist. Wenn er loslegt, wird der bleckt. Also jeder, der im Publikum sitzt, aufs Korn genommen. Also ich gehe halt durch, man schaut das erste Mal, ja, die einfachen Opfer. Einfaches Opfer, ja, ist einer, der eine Glatze hat oder ein Tattoo hat oder einen großen Ausschnitt, vielleicht der Dame, weil das sagt man und das kommt aber am besten an. Ab und zu mache ich es auch so, dass ich vielleicht einen Veranstalter davor frage, wie er ist da. Bei den Damen ist der Gstanzlsänger und Hochzeitsleiter besonders charmant. Du bist den Kopf nicht so schlau, dann ist man der richtige Kandidat für Bauersuchtfrau. Bei den hübschen Damen, da machen wir ein bisschen aufmerken, was man singt. Also da habe ich schon ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen, also mit Entschuldigung und danach einem Blumenstrauß. Mit Charme und Wortwitz auf der Everdinger Bühne, die Gutauer Stubenhocker. So ein bisschen über Liebe, über Ehe, über die Frauen, über die Handwerkpolitiker, Handwerkslieder, also alles Mögliche. Und das ist halt alles so ein bisschen verbockt in humorigen, zweideutigen Texten zum Teil, wie man es sich dann selber zusammendenkt. Wenn man schlecht denkt, hat man selber die Schuld. Das ist ganz einfach. Geschichten aus dem Leben. Darüber singen auch die Kübelspeckdirndln aus dem Innviertel gern. Ihren Namen haben sich die fünf Damen nicht selber ausgesucht. Der Name kommt daher, wir sind das erste Mal auf der Wöser Messe gewesen. Da haben wir bei einer Messe haben wir da einen Kübelspeck, der ja fürs Innviertel ganz typisch ist, präsentiert. Haben wir gestanzelt gemacht und durch das haben wir uns dann so zusammengefunden. Und dann steht in der Zeitung, nämlich wirklich, wir haben es erst in der Zeitung gelesen, die Kübelspeckdirndl. Und wir haben wirklich, wir haben uns angerufen und na, so ein depperter Name, das ist ja Wahnsinn. Kübelspeckdirndl, wir haben schon besser beieinander, aber Kübel haben wir auch nicht direkt. Aber und sie ist bis heute kein bisschen nicht eingefallen. Also es ist einfach was Bastard zum Innviertel und ist was Originelles. Die LT1 Gstanzl-Tour geht weiter. 7 Termine gibt's noch. Von 17. September bis 20. November. Alle Infos gibt's auch auf der Homepage.